wer läutet jetzt schon wieder an? Ich will doch nur gamen, Mann. Jo, Tommy, geht's? Hey, Jesu, ja, was geht ab? Ich bin in der Stadt, Mann, vor dem Laden. Ich weiss nicht, ob wir Spider-Man ziehen, aber... Und wieso läutest du mir an? Kaufst du doch einfach, ist das geiles Spiel. Weißt doch schon. Ja, ich hasse und ich bin gerade am Gamen und ich würde echt gerne weitergamen. Jetzt geht's, darum habe ich nicht so viel... Kannst du ein paar Fragen beantworten, Mann? Es geht ganz schnell, ich muss nicht verzogen, weißt du? Um was geht's, blöd gesagt, die Story, oder? Also, aber nur ganz, ganz schnell. Die Story ist ein feuchter Traum für jeden Spider-Man-Fan. Sie setzt an, 8 Jahre nachdem sich der Peter Parker in Spider-Man verwandelt hat. Und dadurch kommen halt sehr, sehr viele Charaktere und Bösewichte aus dem Spider-Man-Universum vor. Und die Geschichte war da, indem der Spider-Man der Big Kingpin von New York, der Frisk, hinter Gittern bringt. Und dadurch entsteht das Machtvakuum und es kommen neue Bösewichte, die das Machtvakuum ausnutzen wollen. Aber mehr wollte ich nicht sagen, weil alles, was ich sage, wird irgendein Spoiler sein. Und darum, ich wollte nicht mehr sagen, kaufst du einfach, Mann, ist eine geile Geschichte und du wirst es lieben. Ist es ein richtiges Open World? Ja, ganz Manhattan gehört dir. Und dann willst du sogar Collectibles jagen, wie jedem anderen Open World Spiel, oder was? Ja, es ist recht nach Formeln und safe gemacht, aber es fängt. Du hast halt klassisch so Türme, die Teil von Map freischalten, gegnerische Bases, die du infiltrieren musst, Nebenmissionen, Collectibles, 1000 Punkte auf der Map, die dich irgendwie ablenken, aber es funktioniert irgendwie super. Was auch noch cool ist an den Collectibles und Nebenmissionen ist, dass sie sich im Verlauf der Story ändern und der Story anpassen. Ich will nicht zu viel verraten, aber das ist echt cool gemacht und Collectibles machen super Worldbuilding. Weil schon 8 Jahre vergangen sind, kannst du durch das Sammeln von diesen Collectibles erfahren, was in diesen 8 Jahren passiert ist. Nächste Frage bitte. Kann man Passanten schlagen? Nein, nur High Fives und Handshakes geben. Und wie bewegst du dich dort? Schwingen, schwingen, schwingen. Es ist sehr cool, sehr flüssig, sehr dynamisch, sehr viele Moves, es fängt einfach und was ich sehr wichtig finde, die Spinnfäden sind immer irgendwo angemacht. Also man tut nie nice. Ins Leere schwingen. Was ist mit Fast Travel? Gibt es dann später im Game, braucht es aber nicht. Kannst du Autos klauen? Nein. Sind die Straßen belebt? Ja, Mann, endlich mal ein Open-World-Spiel mit richtig belebten Strassen. Hure geil gemacht. Yeah. Was passiert, wenn du an die Grenze der Map kommst? Es passiert nicht viel, es kommt ein Pop-Up und man muss umkehren. Recht enttäuschend. Und wie ist das Kampfsystem, Alter? Das ist etwa das Wichtigste von allem. Es ist etwa das Beste von allem. Nein, es ist einfach schnell, flüssig, abwechslungsreich, man ist viel in der Luft am Kämpfen, es gibt einen grossen Fokus auf Kombos, es fühlt sich auch sehr befriedigend an. Cool ist, dass Kombos so ein Fokusmeter auffüllen und der Fokus kannst du dann entweder offensiv oder defensiv einsetzen, also entweder für Finisher Moves oder für, um deine Gesundheit zu regenerieren. So ein bisschen taktisch musst du denken, oder? Der Spider-Sense ist cool zum Ausweichen und Kontern und es gibt recht einen umfangreichen Skill-Tree, wo du einzelne Skills kannst weiterentwickeln kannst. Und wenn du keinen Bock hast auf Kämpfen, kannst du einfach Stealth machen, was auch sehr, sehr befriedigend ist als Spider-Man. So, hey, wir sehen, wo du gamen. Los, los, los. Ist mit Waffen. Natürlich kann der Spider-Man keine Waffen benutzen, wie immer, aber es gibt sehr, sehr coole Gadgets für den Kampf. Die Gadgets kannst du freischalten und upgraden mit Nebenmissionen und Collectibles. Und sie helfen wirklich extrem im Kampf und es macht Spass, mit ihnen zu experimentieren. Und bevor du es fragst, du kranke Sieg, man kann auch niemanden von den Gegnern töten. Sogar wenn man sie von einem Hochhaus abschubst, bleiben sie irgendwie am Hochhaus kleben. Also sehr ein friedliches Spiel im Grossen und Ganzen. Und wieso Schwierigkeit Es ist kein einfaches Spiel, man muss sich gut auskennen mit den Moves, immer wieder neue Moves dazulernen. Und du wirst ein paar Mal sterben, also viel sterben, aber es ist jetzt kein Dark Souls oder so. Ja, ich sehe, es gibt recht viele nice Outfits, stimmt das? Ja, auch viele Outfits mit speziellen Fähigkeiten, recht geil und die tust du halt auch freischalten durch Nebenmissionen und Collectibles und sowieso. Sieht's geil aus? Meinst du Grafik? Aha. Ja, Mann, hure geil. Man sieht sogar in Apartments rein, verdammt. Und zum Glück gibt's einen geilen Fotomode, um das alles einzufahren. Nächste Frage bitte, los, los, los. Hat dich etwas überrascht? Ja, und zwar, dass es doch so intime Story-Momente gibt, wo man nicht gerade am Schlägeln ist, à la Naughty Dog, und dass es doch recht coole Puzzles gibt, die wirklich dich zum Denken anregen. Hat dich etwas enttäuscht? Nein, außer das billige Pop-Up am Ende der Map. Soll ich es kaufen, Alter? Dude, ich habe dir schon am Anfang gesagt, ich muss dir all die Fragen nicht beantworten. Es ist ein super geiles Game, du wirst es nicht bereuen. Nimm das Game, geh an die Kasse, kauf es, geh hey und spiel es. Ja, ich habe mir gesagt, ich muss auf den Zug. Überleg mir das neue Game. Was? Hey, nein, kannst du nicht sogar. Jetzt habe ich dir die verdammte Review per Telefon gemacht und du kaufst nicht einmal. Hallo? Hallo? I guess this is the plan!